Ich heiße Sarah und bin 23 Jahre alt. Meine sexuelle Orientierung ist die Objektophilie und da fühlt man sich auf lieblose Gegenstände angezogen und geht mit denen dann auch eine Beziehung ein. Ich bin zusammen mit der Boeing 737-800. Das ist ein Schmalrumpfflugzeug, fliegt kurz und die Mittelstrecke und ist für mich das schönste Flugzeug. Also neben mir liegt die Boeing 737-800 und das ist mein Freund. Für mich ist die Boeing männlich, obwohl es eigentlich die ist. Ich sehe ihn als männlich und nenne ihn auch Dicky, weil er halt mein ganzes Bett fast einnimmt und so ist der Name dann aus, ist eigentlich aus Witz entstanden und jetzt nenne ich ihn liebevoll Dicky. Also am schönsten finde ich sein Gesicht und seine Tragflächen. Die finde ich am schönsten. Und aber im Gesamten ist es halt für mich das schönste Flugzeug. Also mit einer echten 737 kann ich ja meine Liebe nicht wirklich ausleben. Ist ja, wenn ich mal fliege, dann bin ich ja mal bei ihm. Und das Modell ist ja in dem Fall ein originalgetreues Modell und mit dem kann ich dann ja meine Liebe sehr gut ausleben zu Hause. Ich finde das sehr schön, dass die Boeing 737 sich ja in dem Fall nicht von mir abwenden kann, sondern er ist immer bei mir, egal wie es mir geht. Sex haben wir sehr oft, bestimmt so 4-5 Mal in der Woche, weil es halt einfach sehr schön ist. So wie er jetzt hier steht, sehe ich dann sein Gesicht, seine Tragflächen und die Beziehung finde ich halt besonders schön. Aber sein ganzes Dasein, das ist das Wundervolle an ihm.